Hallo und herzlich willkommen. Hier ist meine Folge bei Cat of Cops. Wir sind bei der Mission dabei. Kurs Text. Um auch den Gespann einen Platz auf dem Feld zu bieten, ist der Körnermais zum Händlerpferd. Dass die Körner zum Händlerpferd, solltest du zunächst einmal um das Feld herum den Mais dreschen. Somit kannst du anschließend den Drescher am besten in den Mais rein. Bevor du anfängst, achte darauf, dass auch der Hexer aktiviert ist, denn die Lichtblätter sollten zum besten Verrottung umsetzen, auf Platz, den Massenhubus der kleine mehr. Während du erntest, unterbrechen lieber den Abtransport für dich. So, die Maisplatte wird abgeschnitten und beim Körnermaisdreschen wird der Kolben vom Maisholz gepflückt. Wie das passiert, die Maispflanze wird durch den Vorsatz gezogen. Dadurch wird der Kolben abgestreift. Die Maispflanze wird noch vom Vorsatz zerkleinert und bleibt auf dem Feld liegen. Die Kolben wandern durch den Schrägförderer in den Maisdrescher und werden da von Lichtblättern, die Körner am Kolben schützen, getrennt. Außerdem werden natürlich die Körner durch den Dreschvorgang vereinzelt. Dadurch werden die Körner wieder im Korntank gesammelt und die Lichtblätter hinter dem Drescher durch den Häcksler zerkleinert. Ebenso wie die Spindeln, an denen die Maiskörner festsaßen. Achso. Machen wir weg. So, drisch das Feld. Das heißt, mal X ausklappen. Und öffnen. Das passt ja zusammen. So, das dauert ein bisschen, ne? Das ist ein bisschen. Ja. Gut. So, B. Jetzt fahren wir am Feld ran. Wir sollen ja mal zwei Vorgewände fahren, ne? Also. Das klappt sogar. Ja, das ist mein Feld, was ich mal eingesät habe. Und nun wird zur Hexe. Können wir da bei den Nachbarn auch mal klauen, ne? Das ist nicht auch Mais. Der Abfahrer bald auftauchen, dann wurde noch lange nicht voll, ne? 10.000 gehen rein. Hoffen wir, dass sie bald noch mehr Geräte kommen, ne? Aktuell glaube ich, sind gerade nicht viel da. Aber für die kleinen Felder reicht es am Anfang. Ich wollte gerade sagen, im Verband arbeiten, aber das geht ja hier nicht. Müssen wir höchstens Angestellte einstellen, ne? Oder zumindest ein Ausleihen. Aber das werden wir nach und nach hinbekommen. Körner meistens ein bisschen größer das Feld und die Schneidbreite ist ein bisschen kleiner. Eigentlich ungünstig. Und hier hat der Bruder nicht genug ausgesät. Er hat es eilig gehabt. Hat er auch den. Ja. Die Mission gerade gehört. Fahr zum Händler zurück. Hätte ich da noch ein bisschen nur was machen können. Na ja, gut. Also wenn ihr sowas macht, dann macht er alles erst fertig und dann zum Händler zurück. Das ist ganz gut. Dann können wir bei der nächsten, wenn wir dann die Karriere voll starten, dann können wir da entsprechend
diese Fehler vermeiden und somit ein bisschen Verluste entgegenwirken, ne? Also viel Mais kriegen wir nicht raus. Sind bei Körnermais mehr Erträge gewohnt. Aber das wird alles schon werden. Immer Tempomat, einmal einen Gang rein. Dann brauchen wir nur lenken. Eh schon die Hand drücken will. Ist also. Lenkung geht ja über mir nicht. Ja, ist auch nicht. Bin ja gespannt, ob es bei meinem Rechner auch so ist. Ah, das hatte ich gesagt. Oh, ja, ich hab bestellt. Bis dahin soll es alles schon mal. Na, da nicht. Lieferzeit von 13 bis 20 Tage steht da. Ja. Dienstag werde ich genau wissen. Ich habe ja nun Freitagabend noch Bestellung durchgeführt. Da bin ich gespannt. Das wirklich so gut ist. Ob das beim LRS zu merken ist in Thüringen, ob ich da ein bisschen mehr kriege wegen der Berechnung, mal schauen. Oi. Gucken mal. Fahrzeug steckt fest. Mercedes-Benz Truck steckt fest und braucht deine Hilfe. Ja. Wie geht das? Wo steckt er fest? Gute Frage, wo steckt der? Beim Hof, ne? Beim Rohrnehmer. Da hinlaufen oder wie? Na, wie machen wir denn weiter hier? Wir können im Interesse zurückfahren. Und dann fahren wir zurück. Wenn ich so grob schätze, kommen wir hier mit dem Drescher gut aus. Auch keine Abfahren. Das war ja so nicht abgesprochen. Ich kann da nicht mit dem zu Fuß laufen oder was? Das sind Kilometer. Das überschreitet meine Zeit als Folge gewaltig. Bin zwar in 15 Minuten da, schätze ich mal ganz grob, vor hier aus der Puste, halb tot. Wir sind XP schon gesammelt. Gut.
Ja, da oben drin. Ach, GPS. Muss das sein. Praktisch. So, Vollgas. Braucht einer meine Hilfe. Uhrzeit. Ja, früh am Morgen. 9:45 bald. So, noch sehr grün für Kölner meist, ne? Was soll ich nun tun? Wird er hinfahren? Schau mal. Nö. Ist wieder weg, die Bursche. Fürsten XP erhalten, sicherlich irgendwas Gutes gemacht. Geht vorwärts. Stück für Stück. Weil ich morgen wieder Arbeit bearbeiten. Hochladen noch Zeit. Aber mal sehen. Vielleicht kann man auch später mal sehen. Ich kann aber am Dienstag hochladen. Bis Donnerstag ist es ja abgesichert. Anführungszeichen, wenn man absichern nennt, ne? Nennen kann. So, jetzt geht er noch hoch und runter, ne? Da sind kleine Felder, wie gesagt, das ist, kriegen wir den Drescher nicht voll hier. Abfahren ist gut. Ich brauche ja nicht düngen, ne? Hat ja der Bauer getan, der Lohnnehmer. Also mir hat es nicht gelegen. Ja, der neue Computer ist schon top, wenn er kommt. So an sich ja. Bestellt ist er ja. Sollte das innerhalb von 13 bis 20 Tagen haben sie geschrieben. Ja, der wird zusammengebaut, ne? Hofft mal, dass er die Grafikkarte vor Ort vor Ort haben, ne? Aber auch mein Beste. Ich denke mal, dass die Firmen auch entsprechend Kontingente kriegen, bevor sie das im freien Verkauf machen, ne? Denn die wollen ja entsprechend ja auch, dass die ihre Hauptkundenprinzip, ne? Wenn ich jetzt eine Grafikkarte kaufe für diesen Computer, halte ich an sich für Unsinn, wenn der Rest dann nicht passt. Also, dann irgendwann veraltet ist. Wo es vielleicht noch gehen würde, aber wie gesagt, ich kaufe lieber ein ganzes System. Dann muss ich mal sehen. Dann nehme ich jetzt mal mit hier. Die drei Körner nehme ich mit. Hier immer noch den Mehrertrag gewohnt vom Maisfeld. Gewitter oder was hat man jetzt hier anhängen? Machst du nur komische Geräusche hier? Der ist nicht alles, der Bursche.
Da hat etwas kleiner geraten. Vom Düngergefühl. Ja, in so einem kleinen Feld kannst du nicht viel erwarten, ne? Das ist ja leider so. Da ist ja nichts drauf. Wenn ich hier mal Silage aufmachen, dann wird der Bulle verhungern. Außer jeden Tag. Die Schubkarre voll vom Bullen. Frisch und arm. Das putzt er weg. Aber Körnermais brauchen wir nicht. Wo die lieber Gras den Arsch mögen, ne? Wir sind zu schnell. Ich muss mal die Folgen zählen. Aber das juckt mich doch schon ein bisschen, Szenario oder Felsen machen, ne? Also, ja, von daher werde ich erst aufhören, wenn das fertig ist. Obwohl Mais, ich glaube nicht, dass wir noch flügen müssen, ich glaube nicht. Aber ich halte das für möglich. So ein Geräusche hier. Mal ein paar Halme noch mitnehmen, da vorne stehen. Hier mit? Ich glaube schon. Haben wir die Halme mitgenommen. Sind ein paar sehr kleine geworden, ne? Wahrscheinlich zu dicht gepflanzt oder keine Ahnung. Oder zu wenig Dünger gekriegt. Werden sie nicht erfahren. Interessant. Ich sollte mir abfahren helfen kommen hier und dann soll ich mir helfen. Die Anzeige oben rechts wieder weg haben. Ah, ja. Ja, die gibt über 30 Grad. Beenden wir ganz kurz. Na, ich wollte die Anzeige weg haben. Aber hat man gesehen, dass jetzt eine Grafikkarte auch gut leisten kann, ne? Obwohl bei 80 Grad der Lüfter richtig an, dann höre ich ihn auch, aber so über 30 Grad. Ist das kein Problem für die Grafikkarte. So. Haben wir die Richtung. Kommt ja eh keiner zum Abfahren. Und wenn ich das Lager angucke hier, das Forstlager im Drescher, der wird nicht mal ansatzweise voll.
20 Minuten. Naja, Feld machen wir fertig. Und dann sehen wir weiter, was dann kommt. Dann haben wir schon mal eine Folge geschafft. Ein Stückchen näher ans Ziel an der Karriere. Wie gesagt, die Karriere, da haben wir noch einiges tun. Das ist das erste Szenario, da kommen noch einige andere. Da muss ich noch etliche Tutorials vor erledigen. Sonst gehen sie nicht. Dann jedes Tutorial ist nicht immer so aufwendig. Einige sind nur ganz kurz. Und andere ein bisschen umfangreicher. Und mal halt schauen, wie wir alle schaffen, ne? Innerhalb halt einer Folgenlänge von bis zu 30 Minuten ungefähr. Ja. Wobei ich normalerweise um die 18 Minuten mache. Plus minus 2-3 Minuten. Je nachdem, wie das gerade aussieht. Und oft, wenn ich mir Zeit übersehe, dann ist es auch, kann es auch sein, dass ich das total übersehe. Aber in der Regel um die 18 Minuten. Ist für die allermeisten nicht zu lang, hoffe jedenfalls. Und für mich ist das überschaubar mit der Aufnahme und Bearbeiten und Hochladen. Ungefähr pro Video bei 18 Minuten bei 3 GB. Da geht es doch ziemlich zügig. Relativ hoher Qualität. Hatte ich heute Vormittag fleißig hochgeladen. Die Inko- und Thüringen-Karte und die Endmarsch. Und alles auch noch. Und. Ja, genau. Und auch hier Kette und Kopf, die 4 Folgen für bis Donnerstag. Ab Donnerstag, ab Freitag die Folgen, die ich jetzt gerade mache, die werde ich dann bearbeiten noch morgen. Und. Ja, ich rückwärts fahren, der Bursche. Manchmal ist es schwer, rückwärts fahren, geht auf den Klapp gegen meine. Aber hier ist der Ton ganz gut von der Lautstärke her. Sollte gut zu hören sein. In der ersten Folge war, glaube ich, die Maschinen ein bisschen leise. Fast geschafft. Ja, kriegen wir ungefähr 5000, wenn wir reinkriegen ungefähr. Nicht ganz, aber fast. Zur Frage des Bodens, ne? Also gute Böden bringen Höherträge, ne? Natürlich ist abhängig auch vom Wetter. Mais braucht eigentlich viel Regen. Das kann er ja nicht wachsen, ne? Logischerweise. Und wahrscheinlich auch die Sorte entsprechend dafür abhängig. Ne? Hauptsache mal Mais rein. Oh! Große Anhänger. Garantiert im Hof, ne? Dresche das Feld zu Ende und lade den Rest in Anhänger. Du, nee, nee. Weiter arbeiten. Bin wieder auf der E gekommen. Taste E. Anhänger sehe ich hier keinen. Das heißt, ich muss zurückfahren. Ja, nicht mal 5000. Ja. So. B, V, X. Garantiert hier. Weiter.
Wo war der einmal Automatik fahren? Geht nicht. Es kann auch sein, dass er hier deaktiviert ist bei dieser Mission. Wir fahren ihn immer zum Anhänger und machen den immer leer. Dazu fahren wir die Straße mal lang. Über die Brücke. Eine Innenansicht. Und wir Gas geben. Gerade unten links, geradeaus. So gut kann ich mir noch nicht aus. Und da hinten noch ein paar Wochen sind gelegt. Wird das auch kein Problem sein. So viele Straßen sind die ja nicht hier. Aber schon eine Hilfe, ne? Diese kleine Minikarte. Kreisverkehr, gleich rechts. Wo ist hier ein Kreisverkehr? Das sieht da aus wie ein Kreisverkehr. Das Fahrverhalten ist ungünstig. Geradeaus. Und dann hier rechts. Oder links. Fahrverhalten ist ungünstig, aber gut. Das ist kein Truck, ne? Kein BMW-Truck. Aber wenn ich wüsste, jetzt die Folge wäre gleich zu Ende, wäre zu Ende, also weiß ich genau. Halt ein bisschen beziehen, ne? Also. Mal sehen, was dann kommt. Oder wir werden die Folge. Die Spannung geht morgen weiter. So, die Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich plane schon mal ein Foto für den Anfang. Dann sagt mal tschüss und ciao ciao. Ja, dann geht's hier. Wieder alleine. Ja, dann geht's hier weiter. Ja, tschüss, bin Gewinke und bis morgen. Und schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss.